Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Runde Pokémon Let's Go Evoli. Ja, Let's Go heißt es jetzt auch in der Arena von Orania City. Und hier haben wir es anscheinend sehr augenscheinlich mit Elektro-Pokémon zu tun. Geil. Also. Ich kann allen ausweichen, aber komme wahrscheinlich dann nicht an dieser Barriere vorbei. Das heißt, ich darf also raten und wenn ich raten müsste, würde ich den nehmen. Muskelkraft ist zwar nicht meine Stärke, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Damit habe ich mir meinen Platz hier gesichert. Bingo, das sagte ich mir schon, dass er wahrscheinlich irgendwas mit der Elektrizität zu tun hat. Elektromusiker Alfred fordert dich heraus. Voltoball. Gut, Evoli. Dann wollen wir mal mit einem Tackle loslegen. Finale ein. Finale, oho. Finale, ohohoho. Warum bringt er sich selber um? Noch ein Voltoball. Na, kann ich mal gucken, wie er auf Biss reagiert, ob er dann zurückschreckt vielleicht. Wäre eine schöne Möglichkeit. Sternschauer. Boah, gut, da ist nichts passiert. Ja, bis kann man schon machen, weil gegebenenfalls schreckt dann das Pokémon zurück. Hier in dem Augenblick empfehlenswert, wenn ihr halt die Evoli-Edition habt. Natürlich kann man auch entsprechende Pokémon benutzen, die halt gegen Elektro... Naja, wo Elektro halt die Schwäche ist. Oder wo Elektro-Pokémon schwach gegenüber sind. Ach, ihr wisst, was ich meine. Mir ist egal, was für ein toller Pokémon-Trainer du bist. Das hier ist kein Kinderspielplatz. Matrose Martin fordert dich heraus. Es geht los, Evoli. Du schaffst das. Natürlich schafft er das. Oh, und Magnetillo hatten wir jetzt auch noch nicht, aber wir nehmen trotzdem wieder Biss. Ja, genau das meine ich. Magnetillo ist zurückgeschreckt, das heißt, wir können einen zweiten Angriff starten. Und haben ihn dann schon besiegt. Ultrigaria erreicht Level 27, Rasierblatt zu erlernen. Oh, 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 das ist ein Pflanzen-Pokémon. Hat zwar auch Gift... Aber dann können wir den Wickel wegmachen. Wow, du hast mich ganz schön überrascht. Jetzt kommt der Gentleman. Als ich noch in der Armee gedient habe, war Major Bob mein Vorgesetzter. Bei seinem Training ging es immer Schlag auf Schlag, im wahrsten Sinne des Wortes. Na dann, Schlag auf Schlag mal raus. Gentleman Orson fordert dich heraus. Evoli, du schaffst das. Wir nehmen wieder standardmäßig Biss. I, Donnerwelle. Oh, nicht paralysiert. Nein. Ach komm, jetzt ernsthaft. Top Gen... Ich hasse ihn. Oh, danke, Evoli. Na, mach mal Pikachu platt. Pikachu wurde besiegt. Und damit ist der Weg zu Major Tom. Bob. Frei. Stopp, du bist zu gut. Was zum... Major Bob, anerkannter Trainer, Dark Link. Nicht so schnell, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Das knallharte Training der Arena-Leiter Major Bob weiß, Elektro-Pokémon geschickt einzusetzen.
Flug- und Wasser-Pokémon haben gegen sie schlechte Karten. Pass auf, dass dein Pokémon nicht paralysiert wird. Major Bob ist außerdem sehr vorsichtig. Es ist gar nicht so leicht, an ihn heranzukommen. Ja. Ein Tipp. Wenn du den ersten Knopf gedrückt hast, musst du den zweiten direkt im Anschluss drücken. Der zweite Schalter befindet sich übrigens direkt neben dem ersten. Hier ist ein roter Abfalleimer. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. 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 Blauer Abfalleimer. Ja. Neben dem roten Abfalleimer würde ich nicht nach einem Knopf suchen. Die Barriere will einfach nicht verschwinden? Dann leg ich dir ans Herz, den Abfalleimer neben dem blauen Abfalleimer zu durchwühlen. Na sowas, im Abfalleimer ist ein Schalter, du betätigst ihn. Das erste Schloss der elektrischen Barriere wurde entriegelt und der nächste ist gleich nebenan. Ah, okay, jetzt versteh's. Nebenan kann natürlich auch oben sein. Das zweite Schloss der elektrischen Barriere wurde entriegelt. Die Barriere ist verschwunden. So, Major Tom. Willkommen in der Arena von Urania City, Rekrut. Wen haben wir denn hier? Ein Winzling wie du will den Major herausfordern? Ha! Du hast ganz schön Mumm, mit deinem halbgaren Team gegen mich kämpfen zu wollen. Pokémon-Kämpfe sind nichts für Weichlinge. Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Schock tief sitzen, Rekrut. Arenaleiter Major Bob. Er hat drei Pokémon. Aber wir machen wieder die gleiche Taktik wie eben gerade. Schön den Biss einsetzen. Ach, Lichtschild ein, verdammt. Okay, das sind ja keine Spezialangriffe. Und nochmal Biss. Und tschüss. So. Jawohl. Erreicht Level 30. Endlich. Evoli ist Level 30. Juhu. Magnetilo ein. Nope. Ich möchte bei dem bleiben. Und wieder setzen wir Biss ein. Woll, Magnetilo ist zurückgeschreckt, das ist gut. Und jetzt einen schönen Tackle, Evoli. Ups. Das war dumm. Nein, 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 nein. Oh, schön. Ach, ich liebe meinen Evoli. Also eigentlich nicht, aber in dem Augenblick schon. Und nochmal Biss. Gut, Magnetilo wurde besiegt. Puh. Überstanden. Ein Raichu. Oh. Die Weiterentwicklung von einem Pikachu. Das erste Raichu, das wir jetzt hier im Spiel sehen. Donnerblitz. Oh nein, dann wird er wieder paralysiert, ne? Nein, ich hab's überstanden. Ich habe die Paralyse abgewandt. Schon wieder Donnerblitz. Leck mich doch am Hintern. Evoli fängt langsam an zu verzweifeln, weil es bremslig wird. Na los, Evoli, komm. Mach ihn platt. Raichu wurde besiegt. Major Bob wurde besiegt. Oh nein! Du weißt, wie man kämpft, Rekrut. Du hast wirklich Talent. Und du gewinnst 4160 Pokédollar. Ausgezeichnete Arbeit, Rekrut. Für deine Leistung verleihe ich dir hiermit den Donnerorden. Stillgestanden! Wo ist denn das stillgestanden? Was für ein Waschlappen! Es war mir eine Ehre, dich auszubilden. Damit du dich immer an meine Worte erinnerst, gebe ich dir auch das hier auf den Weg.
ein Autogramm von Major Bob. Du verstaust das Item im Beutel. Nicht ganz das, was du erwartet hast, hä? Na, keine Sorge, das ist noch nicht alles. Donnerblitz von Major Bob. Enthält die Attacke Donnerblitz. Bring sie deinen Elektro-Pokémon bei und bei dir wird jede Mission gelingen. Verstanden, Rekrut? Einmal schütteln und wedeln. Evili kann sein freudiges Lachen über den Sieg nicht unterdrücken. Oh, geheime Technik. Aha. Immer schön mit dem Evoli schmusen. Ganz wichtig. Ah, jetzt steht er im Weg. Ah, wieder. Nach oben. Hallo, du. Wow, du hast 16 Major Bob besiegt. Reife Leistung. Du lässt nichts anbrennen, was? Dann hast du dir auch ein Päuschen verdient. Oh, Missy hat meine Pokémon wieder fit gemacht. Hm, warum ich nicht in der Arena bin? Ach, ich dachte mir, ich schwimme mal wieder ins Meer raus. Manchmal wird mir ein kleines Schwimmbad einfach zu eng, weißt du? An solchen Tagen muss ich die salzigen Wellen der weiten See spüren. Aber wo willst du eigentlich hin? Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Dicta-Höhle? Die liegt ganz in der Nähe. Wenn du willst, zeige ich dir gerne den Weg. Okay. Alles klar, dann komm, mal los. Da wären wir, das ist die Dicta-Höhle. Sie heißt so, weil sie von Dicta begraben wurde. So, ich mache mich mal auf den Weg. Ich hoffe, du begegnest hier vielen, vielen tollen Pokémon. Wow, für die paar Meter habe ich jetzt so eine Zwischensequenz bekommen. Okay, gut. Das heißt also, ich kann entweder hier lang oder hier in die Dicta-Höhle. Gehen wir einfach mal in die Dicta-Höhle. Ich bin schwer beeindruckt. Dicta sollen diesen langen Tunnel gegraben haben. Was für ein langer Tunnel. Ein Dicta! Großartig. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ich muss wieder diesen Rhythmus rausbekommen. Was leckt mich doch am Hintern da? Meine Güte. Nein. Wie konnte ich nur? Egal, ich habe das Dicta. Klasse, Dicta wurde gefangen. Plutexo plus 1. Drachenwut zu erlernen. Drachenwut. Drache. Aber er ist ein Feuer-Pokémon. Das ist interessant. Er ist ein Feuer-Pokémon, aber hat hier Drachenwut zu lernen, ne? Nehmen wir den Heuler raus, komm. Weil eigentlich ist doch Glutexo ein Drache, oder? Also. Vielleicht kriegt er es ja noch mit Glurak dann. Ich weiß es nicht. Dicta bevorzugt dunkle Orte. Es hält sich meist unter Erdoberfläche auf, kommt aber auch oft in den Höhlen zum Vorschein. Ich glaube, dann gibt es noch Dictra oder so. Ja, wo sind sie denn alle? Da. Ja. Ja, eine wirklich sehr lange Höhle. Wenn ich überlege, dass man früher hier lang gegangen ist und dann wirklich jede Sekunde, ach so, ist nur wieder ein Dicta, jede Sekunde angegriffen werden konnte, nur um hier hochzukommen. Ich habe gehört, dass es irgendwo einen noch viel dunkleren Tunnel als den hier geben soll. Und ich würde sagen, jetzt sind wir fast da, wo wir vorher hin wollten. Route 2? Was? Hallo Truplay. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin Professor Eichs Lieblingsassistent. Gut, dass ich dich treffe. Ich will dir was zeigen. Aber hier ist es ein bisschen zu hell dafür. Am besten, wir gehen dafür kurz ins Haus. Ich warte drin auf dich, Truplay. Ich geh mal rein.
Ah, da bist du ja. Dann zeige ich dir das am besten gleich, wovon die Rede ist. Es ist nämlich endlich gelungen, die geheime Technik Lichtluft zu meistern. Augenblick, ich dunkle mal eben den Raum ab. So, das sollte dunkel genug sein. Jetzt heißt es Konzentration. Ich werde es eins mit meiner Umgebung. Einmal tief durchatmen und jetzt flute ich den Raum vor meinem inneren Auge mit Licht. Siehst du, jetzt sieht es wieder hier drin hell aus, obwohl das Licht immer noch aus ist. Du fragst nun wahrscheinlich, wie das möglich ist. Es funktioniert so. Durch meine Konzentration kann ich die Umgebung spüren und vor meinem geistigen Auge sehen. Die schiere Intensität meiner Konzentration überträgt diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe, also auch auf dich. Hä? Will mir dein Evoli etwa sagen, dass es die geheime Technik am liebsten selbst erlernen würde? Wie bitte, es hat die geheime Technik Spaltschnitt auch schon ohne weiteres erlernt? Da bin ich sprachlos. Professor, ich hatte zwar erwähnt, dass dein Evoli kein gewöhnliches Pokémon sei, aber das übersteigt meine kühnsten Träume. Einfach faszinierend. Ich werde mein Bestes tun, um ihm die geheime Technik beizubringen. Aber dafür muss ich zuerst den Raum wieder dunkel werden lassen. Einen Augenblick. So, es kann losgehen, Evoli. Jetzt heißt es Konzentration. Werde eins mit deiner Umgebung. Einfach tief durchatmen. Und jetzt flute den Raum vor deinem inneren Auge mit Licht. Lichtflut erlernt. Dein Evoli ist einfach unglaublich. Ich hoffe, ihr macht fleißig Gebrauch von meiner geheimen Technik. Und vergiss nicht, geheime Techniken sind keine Attraktion. Dein Partner-Pokémon kann sie auch einsetzen, wenn es kampfunfähig ist. Mithilfe der geheimen Technik Lichtflut kannst du den Felstunnel durchqueren. Weißt du, wo der ist? Geh zu Azuria City aus nach Osten, dann bist du auf dem richtigen Weg. Okay, ich wollte nämlich gerade eben schon sagen, ich guck mal auf die Karte. Hey, Troplay. Hast du dir auch die geheime Technik vom Professor Eis Assistenten beibringen lassen? Hä, was? Er hat sie Evoli an deiner Stelle beigebracht? Dein Partner zeigt also wie gewohnt allen, wo der Hammer hängt. Echt cool. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo ich ihre Technik ausprobieren könnte. Wie wär's? Soll ich dich hinbringen? Ja, worauf warten wir noch? Na dann, ich bringe dich sofort hin. Los geht's. Wir sind jetzt in Azuria City. Von hier aus geht es weiter Richtung Osten. Hier entlang. Lauf einfach immer weiter, bis du den sogenannten Felstunnel erreichst. Darin ist es stockdunkel, sag ich dir. Im Inneren des Felstunnels hilft dir die geheime Technik Lichtflut bestimmt weiter. Also dann, ich mach mich mal auf den Staub. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschö, tschö.